Unser nächster Redner, Professor Dr. Detlef Pollack, ist seit 2008 Professor für Religionssoziologie an der Universität Münster. Seit 2015 dort auch Sprecher des Exzellenzclusters Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und Moderne. Ja, aus einer doch sehr umfangreichen, beeindruckenden Publikationsliste kann ich hier nur drei Titel hervorheben, die auch besonders zu unserem Thema passen. 2003 und auch neu aufgelegt 2012, Säkularisierung, ein moderner Mythos, Frage, soziologische Studien zum religiösen Wandel in Deutschland. Und ganz aktuell aus dem letzten Jahr ein Band 2015, Religion in der Moderne, ein internationaler Vergleich zusammen mit Gregory Roster. Und was direkt auf das Thema des heutigen Vortrags hinführt, 2014 der Band Grenzen der Toleranz zur Wahrnehmung und Akzeptanz religiöser Vielfalt in Europa zusammen mit weiteren Herausgebern. Vortrag heute heißt Weltanschaulich religiöse Vielfalt in Deutschland, Probleme und Chancen für das Zusammenleben. Bitte begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Detlef Pollack. Wie offen sind wir eigentlich gegenüber dieser zunehmenden Vielfalt des Religiösen
Dabei ist es nicht ganz unwichtig, wie wir den jeweils anderen wahrnehmen. Und auf dieser Wahrnehmungsebene werde ich mich jetzt vor allem bewegen. Also ich werde, das ist die These, danach fragen, wie nimmt man sich wahr, welche Vorbehalte bestehen, inwieweit ist man bereit, den anderen Recht einzuräumen, wie hoch ist die Akzeptanz des jeweils anderen. Und ich gehe davon aus, das wäre die These, dass diese Art der Wahrnehmung und der Akzeptanz einen Einfluss auf unser Handeln hat. Das wird nicht nur bestimmt von Wahrnehmungsmustern, aber sehr wohl auch von bestimmten Wahrnehmungen und Einstellungen. Zunächst muss man sagen, dass die Menschen im Osten und im Westen Deutschlands relativ offen sind gegenüber Religionen. Also nicht nur im Westen, sondern auch im Osten stimmt eine überwiegende Mehrheit der Frage zu. Man sollte allen Religionen gegenüber offen sein. Auch im Osten sind es 78%, die das sagen, im Westen etwas mehr. Also was wir in Deutschland nicht finden, das könnte für Ihren Verband oder für Ihre Arbeit interessant sein, so ist hier eine verbreitete antiklerikale, antireligiöse Einstellung. Das gibt es, aber wie Sie sehen, ist das eher ein Gedankenphänomen. Und wenn man das umgedreht fragt, sind Religionen etwas Schädliches? Man könnte annehmen, aufgrund der Berichterstattung, dass da die Mehrheit zustimmt, ist es nicht der Fall. Religionen werden zunächst erstmal als etwas Positives wahrgenommen und nicht als etwas Schädliches. Es sind im Westen, aber auch im Osten 80 bzw. 72%, die sagen, Religion sei nichts Schädliches, also die diese Aussage ablehnen. Und wenn man mal genauer fragt, wie nimmt man eigentlich die zunehmende Vielfalt des Religiösen wahr, dann muss man sagen, das Bild ist gemischt. Viele sagen, die Vielfalt des Religiösen, wie sie sich in Deutschland und Europa überhaupt abzeichnet, ist eine Bereicherung. Sagen im Westen Deutschlands 61%, im Osten auch immerhin 57%. Aber man kann auch die etwas kritischere Frage stellen, denken Sie, dass das eine Herausforderung ist, die zu Konflikten führt? Und auch da stimmt die Mehrheit zu. Also das Verhältnis ist gewissermaßen durch Ambivalenz gekennzeichnet. Wir sehen jetzt hier die Verteilung, ja, die zunehmend viele der religiösen Gruppen in unserer Gesellschaft stellt eine kulturelle Bereicherung dar. 61% im Westen und 57% im Osten stimmen dem zu, aber auch 65% oder 90% stimmen der Aussage zu, dass diese zunehmende religiöse Vielfalt eine Ursache für Konflikte ist. Also das ist sozusagen der wesentliche Punkt, den ich jetzt gerade machen wollte, dass die Einstellung differenziert ist, dass sie ambivalent ist, dass man die Probleme sieht, aber auch die Chancen. Das unterscheidet sich natürlich je nachdem, welche Religionsgemeinschaft angeschaut wird. Und zwar sind das hier die Zahlen für Gesamtdeutschland differenziert nach Ost und West. Und wenn man, also nehmen wir mal das Erste, wenn man jetzt fragt, wie ist das Verhältnis der Mehrheitsbevölkerung im Westen Deutschlands zu Buddhismus, dann sagen 72%, sie nehmen den Buddhismus als eine Bereicherung wahr. Und nur 10% sagen als eine Bedrohung. Und das ist nun mal zu differenzieren nach den einzelnen Religionsgemeinschaften. Sehr interessant finde ich, das Christentum wird natürlich im Westen Deutschlands vor allen Dingen als Bereicherung wahrgenommen, aber auch im Osten. Es sind mehr, die es als eine Bereicherung wahrnehmen, als die es als eine Bedrohung wahrnehmen. Und wenn man das mal vergleicht mit der Einstellung zum Atheismus, dann sieht man, dass die Ostdeutschen das Christentum eher als eine Bereicherung wahrnehmen als den Atheismus. Aber es gibt sehr starke Vorbehalte gegenüber atheistischen Einstellungen im Westen Deutschlands. Schauen Sie sich die beiden Säulen an. In Bezug auf den Atheismus im Westen Deutschlands, 34% sehen den Atheismus durchaus als Bereicherung, aber genauso viele, 36%, als eine Bedrohung. Also wir haben hier sozusagen klar auf fest Differenzen. Und das Entscheidende, und darauf werde ich jetzt vor allen Dingen auch Wert legen, ist das Verhältnis zum Islam. Und im Gegensatz zu allen anderen religiösen und weltanschaulichen Orientierungen und Identitäten ist die Haltung der Deutschen zum Islam eben im Wesentlichen kritisch. Man sieht den Islam stärker als eine Bedrohung, und zwar im Westen genauso wie im Osten, und im Osten noch stärker als eine Bereicherung. Und das ist natürlich die entscheidende Frage, woran liegt das? Und ich gebe jetzt mal als Erstes einen kleinen Hinweis auf die sozialstrukturelle Verteilung. Das ist nur ein erster Zugang, das müsste man differenzieren, aber es hilft, gewissermaßen zu verstehen. Also hier wird gefragt,
differenziert nach West- und Ostdeutschland, ob das Alter einen Einfluss hat auf die positive oder negative Einstellung zum Islam. Und man kann sagen, die Älteren sind sowohl im Westen als auch im Osten Deutschlands kritischer eingestellt. Die Jüngeren sind offener. Und wenn man das jetzt nach Geschlecht differenziert, gibt es keine Differenzen. Nach Bildung, wie zu erwarten, die höher gebildeten sind aufgeschlossener gegenüber den Muslimen und den Musliminnen. Die subjektive Geschichtseinschätzung hat einen gewissen Einfluss, und zwar vor allen Dingen im Osten, und zwar je höher man sich selber einstuft, desto aufgeschlossener ist es. Ist die Haltung zum Islam. Im Osten ist das, im Westen ist das tendenziell umgekehrt, aber das ist ein Korrelationskoeffizient, die Zusammenhänge sind relativ schwach. Deswegen ist da auch ein kleines Sternchen dabei. Ich gehe nochmal ein auf die letzten vier Indikatoren, die vier letzten Variablen, also Konfessionszugehörigkeit, Häufigkeit des Betens und so weiter. Und da sehen wir im Wesentlichen, dass es keinen Unterschied macht, ob man einer Konfession angehört oder nicht. Es macht sozusagen keinen Unterschied für die Einschätzung des Islam. Im Großen und Ganzen aber, wenn man eine dogmatisch verfestigte religiöse Haltung hat, dann hat das einen negativen Einfluss auf die Haltung zum Islam. Und das sehen Sie sowohl im Westen als auch im Osten, das sind diese negativen Zahlen, minus 16, minus 31, also da ist sozusagen ein negativer Zusammenhang zwischen der Behauptung, es gibt nur eine einzige wahre Religion, zu der man wahrscheinlich die eigene Religion zählt, und der Haltung zum Islam. Die Einschätzung des Islam hat sich in den letzten Jahren eher verschlechtert. Hier sind Zahlen vom Religionsmonitor. Und zwar ein Vergleich innerhalb von kurzer Zeit, von 2012 zu 2014. Da wurde die Frage gestellt, ob man den Islam als bedrohlich ansieht. Die Zahl derjenigen, die der Aussage zustimmen, hat sich erhöht von 53% auf 57%. Oder die Aussage, ob der Islam die westliche Welt passt, von 52% auf 61%. Das kann man nochmal sich genauer anschauen, auch im internationalen Vergleich. Da ist die Frage gewissermaßen umgekehrt gestellt worden. Also nicht ist der Islam bedrohlich oder passt der Islam in die westliche Welt. Oder hier ist die Aussage, der Islam passt nicht in die westliche Welt, die Mehrheit stimmt zu. Hier ist die Frage, der Islam passt durchaus in die westliche Welt und es ist eben eine Minderheit, die dem zustimmt. In anderen Worten, sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland, aber darüber hinaus in vielen westeuropäischen Gesellschaften wird die Vereinbarkeit von Islam und westlicher Welt eher bezweifelt. Aber was ist eigentlich das Bild, darum geht es mir vor allem, das Bild vom Islam? Was denken die Menschen, wenn sie also an den Islam denken? Und das sind jetzt Vorgaben, das sind zunächst negative Vorgaben, es kommen dann gleich die positiven. Also wir haben Menschen gefragt, ob sie den Islam verbinden mit Benachteiligung der Frau, Fanatismus, Gewaltbereitschaft, Engstirnigkeit. Und es ist jeweils in Deutschland, Ost und West, eine Mehrheit, die diese negativen Eigenschaften dem Islam zuschreibt. Aber auch in anderen Ländern ist diese Bereitschaft, den Islam mit bestimmten negativen Bildern zu verbinden, relativ hoch. Die einzige Ausnahme ist Frankreich, hier violett markiert. Nun die Frage umgekehrt gestellt, assoziiert man den Islam mit positiven Eigenschaften, Friedfertigkeit, Toleranz, Achtung der Menschenrechte, Solidarität, und Sie sehen, dass es hier jeweils nur eine Minderheit ist, die diese Auffassung vom Islam vertritt, und ganz besonders schlecht ist die Einschätzung in Deutschland. Da sind es zwischen 5% und 10% ungefähr, die den Islam mit diesen positiven Eigenschaften assoziieren. Das wird Sie jetzt interessieren, wie sieht es nun aus mit dem Christentum? Und da haben die gewissermaßen gerade so eine spiegelverkehrte Einstellung. Wenn wir die deutsche Bevölkerung danach fragen, mit welchen Eigenschaften man das Christentum verbindet, und das im Vergleich zum Islam, dann sehen wir, dass das Christentum vielleicht nicht mehr so positiv eingeschätzt wird, wie der Islam kritisch gesehen. Also mit Gewaltbereitschaft verbinden die Deutschen im Westen, das sind jetzt die Zahlen für Westdeutschland, mit Islam verbinden die Westdeutschen zu 61% Gewaltbereitschaft, zu 73% Fanatismus, benachteiligt auch Frauen 82%, aber nur 5%, 8%, 10% verbinden diese Eigenschaften mit dem Christentum. Und umgedreht,
Wenn man jetzt also nach den positiven Eigenschaften fragt, dann ist es eben eine Mehrheit oder eine knappe Mehrheit, die den Christentum Toleranz attestiert, Solidarität, Achtung der Menschenrechte, Friedfertigkeit. Das Erste, was mir einfällt, ist, aha, die Bevölkerung hat also ein hohes Maß an Vorurteilen. Aber ich würde gerne diese schnelle Schlussfolgerung auch insofern kritisch in Frage stellen, als natürlich die Bilder von der Wirklichkeit mit der Wirklichkeit selber auch etwas zu tun haben. Wenn wir jetzt die Frage nochmal stellen an diejenigen, um die es hier geht, an die Muslime, dann sehen wir, dass tatsächlich leicht von einem Clash of Civilizations, zumindest von einer Spannungslinie zwischen der Mehrheitsbevölkerung und den Muslimen und den Musliminnen und Muslimen zu sprechen ist. Denn die Muslime verbinden den Islam eben nicht mit den negativen Eigenschaften wie Benachteiligung der Frau, das sagen 20%, Gewaltbereitschaft, 12% der Muslime, Fanatismus, moralischer Verfall. Das ist sozusagen nicht das Bild vom Islam, sondern die Mehrheit, die Türkei-Stämmigen gefragt wurden, die Mehrheit sieht den Islam eher als eine Religion an, die die Menschenrechte achtet, die fähig ist, Solidarität auszuüben, Toleranz zu gewähren und die sich als friedfertig in den Augen der Muslime darstellt. Nun könnte man denken, okay, das ist sozusagen tatsächlich eine Spannungslinie zwischen der Mehrheitsbevölkerung und den Muslimen, die vielleicht zur Konsequenz hat, dass die Muslime ebenso negativ über das Christentum denken, wie sie positiv vom Islam denken. Und das ist nicht der Fall. Das sehen Sie jetzt hier. Sie sehen hier, dass die Muslime in ihrer überwiegenden Mehrheit oder zumindest die Hälfte von ihnen eher ein positives Bild hat vom Christentum. Das sind jetzt die Zahlen für Gesamtdeutschland. Also auch da sind die Ostdeutschen dabei. Und die Abweichungen sind zwar da zwischen der Gesamtbevölkerung und der muslimischen Bevölkerung, aber die sind relativ gering. Was also die Beurteilung des Christentums angeht, ist die Mehrheitsbevölkerung und die muslimische Bevölkerung relativ nah beieinander. Mit anderen Worten, der Streit geht nicht um das Christentum, sondern der Streit geht um die Einschätzung des Islam. Da gehen die Meinungen auseinander und da haben wir tatsächlich geradezu entgegengesetzte Bilder. Kann man nochmal deutlich machen, auch an dieser Stelle, ob man der Meinung ist, dass westliche Welt und muslimische Welt gut miteinander auskommen, 70% sagen nein. Oder, und dann wird das jetzt nochmal zugerechnet auf die jeweils andere Seite, das ist wieder die Gesamtbevölkerung, die hier gefragt wurde. Sind Sie der Meinung, dass die westliche Welt, die muslimische Welt respektiert, und da sind es im Westen Deutschlands 44%, die sagen nein, aber 49% sind der Meinung ja, das ist also etwas leicht groß, die Gruppe. Aber wenn man umgekehrt fragt, ob die muslimische Welt den Westen respektiert, dann sind sich eigentlich die Ostdeutschen und die Westdeutschen eigentlich 80% sagen nein, die sind nicht respektiert. Und darum geht auch der Streit. Wenn es sozusagen um diese unterschiedlichen Beurteilungen geht, dann steht immer die Frage, von wem geht gewissermaßen die Bereitschaft aus, den anderen zu diskreditieren, den anderen herabzusetzen. Und hier, das ist sozusagen die Meinung der Mehrheitsbevölkerung, da hat man zwar ein gemischtes Verhältnis zu der eigenen Haltung. Man sagt, ja, also vielleicht könnten wir auch noch mehr die muslimische Welt respektieren, aber ganz klar ist dann, sich in der Beurteilung, dass die muslimische Welt die Westen nicht respektiert. Und wie sieht es nun aus bei den Muslimen? Auch sie fühlen sich von der Mehrheitsbevölkerung nicht respektiert, das ist keine Überraschung. Wenn nach einem Terroranschlag als erstes die Muslime verdächtigt werden, dann macht das wütend, das sagen über 80%. Mit anderen Worten, wenn also solche Verdächtigungen ausgesprochen werden oder subkutan transportiert werden, dann muss man damit rechnen, dass das zu Selbstbehauptungsreaktionen führt. Das führt dazu, dass man sich missverstanden fühlt, dass man meint, der Islam wird falsch wahrgenommen und die Konflikte, die es gibt zwischen dem Islam und der Mehrheitsbevölkerung, werden durch solche Einschätzungen eher gestärkt. Zugleich könnte man sagen, legen die Muslime großen Wert darauf, dass der Islam sehr wohl kompatibel ist.
vereinbar ist mit der westlichen Welt. Der Islam passt durch und die westliche Welt sagt hier eine Mehrheit. Und wenn der Islam angegriffen wird durch Beleidigungen, durch Karikaturen, durch Filme, dann sollte man diese Werke, diese Filme und Bücher verbieten. Da stimmen 73% dazu. Andere könnte sagen, der Islam ist eine angegriffene Religion. Eine Religion, die sich selbst verteidigt, die sich herausgefordert fühlt. Und die eigene Selbstbehauptung wird in dem Maße steigen, wie man das Gefühl hat, nicht respektiert zu sein. Was sind die möglichen Folgen? Ein Szenario, was von Seiten der Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist dies, dass aufgrund der wachsenden Vielfalt des Religiösen möglicherweise die Vitalisierungskräfte des Christentums gestärkt werden. Dass man sich gewissermaßen auf die eigenen Wurzeln zurückbesinnt. Und das haben wir mal versucht, uns genau anzuschauen, wie stark ist der Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung, dass die zunehmende Vielfalt des Religiösen eine Konfliktursache ist, und der Konfessionszugehörigkeit, der Häufigkeit des Betens, der religiösen Selbstschätzung und religiösen Dogmatismus. Und man sieht jedenfalls nach dieser Tabelle kaum Effekte, kaum Zusammenhänge. Um das inhaltlich auszudrücken, also auch wenn man sich bedroht fühlt, möglicherweise, führt das nicht unbedingt dazu, dass man häufiger betet, häufiger in die Kirche geht, sich stärker mit der Kirche verbunden fühlt oder sich an die Kirche einschließt. All das scheint eher nicht der Fall zu sein, am ehesten noch im Osten Deutschlands, aber auch da sind die Zusammenhänge nur schwach. Was aber eine Folge ist, ist, dass man den jeweils anderen die Rechte, die ihm eigentlich zustehen, versucht zu beschneiden. Hier ist die Frage, ob man der Meinung ist, dass man vor allem nur Respekt haben sollte. Und auf der allgemeinen, also abstrakten Ebene ist die Mehrheit in Deutschland, West und Ost, der Meinung, ja, wir sollten alle Religionen respektieren, 80%, 50%, man muss alle Religionen respektieren, Glaubensfreiheit respektieren, 90% im Westen, im Osten sind es 87%. Aber wenn man fragt, alle religiösen Gruppen, und hier ist gar nicht mehr spezifiziert, aber jeder weiß, worum es geht, um welche Gruppen es sich handelt, alle religiösen Gruppen sollten gleich Recht haben. Es sind zwar nur noch 50%, die bereit sind, allen religiösen Gruppen gleiche Rechte zuzugestehen. Und das kann man eben natürlich auch noch etwas konkreter machen. Wenn man jetzt genauer noch danach fragt, ob man der Meinung ist, dass den Muslimen das Recht zusteht, Minarette zu bauen, Moscheen zu bauen, wo das Mädchen in der Schule Kopftuch tragen, dann ist es jeweils nur eine Minderheit. Okay, es ist jeweils eine Minderheit nur, die da eine bejahende Auffassung hat. Das heißt, dieser Konflikt zwischen den Religionsgemeinschaften hat unter anderem die Konsequenz, dass man sich fragt, ob eigentlich die Religionsausübung der Muslime eingeschränkt werden sollte. Dann kann man sehen, also gehen wir mal hier zurück, man kann sehen, dass es zu einer Art Selbstbehauptungsreaktion unter den Muslimen kommt. Man kann zugleich beobachten, dass die Selbstbehauptungsreaktion derjenigen, die sich als Christen verstehen, relativ schwach ist. Und ich möchte schließen mit einer Frage, nämlich mit der Frage, ob diese unterschiedlichen Reaktionen auf die Konflikte, die wir wahrnehmen zwischen Islam und Mehrheitsgesellschaft, ob die möglicherweise dann eben doch auch etwas haben, zu tun haben mit der unterschiedlichen Haltung in den einzelnen Religionsgemeinschaften selbst. Und die Frage, die man stellen muss, und das ist eine sehr harte Frage, ist, ob es nicht doch auch einen bedeutenden Unterschied gibt zwischen dem durch die Aufklärung, dem durchgegangenen Christentum und einem Islam, der an dieser Stelle ein deutlich anderes Verhältnis zu Vernunft, zu Toleranz und zu den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit hat. Das sollte man nicht überbetonen, aber wie Sie vielleicht wissen, Ruth Kohlmanns vom BZB, vom Wissenschaftszentrum Berlin, hat hier eine Untersuchung angestellt und mit diesen Ergebnissen schließe ich. Das ist das wesentliche Ergebnis dieser Untersuchung, ist eine Untersuchung in verschiedenen Ländern, in verschiedenen westeuropäischen Ländern. Und da wurde gefragt, nach bestimmten als fundamentalistisch zu bezeichnenden Haltungen, wie zum Beispiel der Meinung, dass man zu den Wurzeln zurückkehren sollte, die die Religion ursprünglich mal ausgezeichnet haben, oder dass es nur eine einzige wahre Auslegung des Korans gibt oder der Heiligen Schrift,
die bindend ist, dass die religiösen Regeln wichtiger sind als die säkularen Gesetze. Und dann kann man diese unterschiedliche Aussage nochmal zusammenfassen zu einem Index und diejenigen abbilden, die allen drei Aussagen zugestimmt haben. Was hier gemacht worden ist, ist dies, dass man diese Fragen im gleichen Wortlaut den Christen in den 6 westeuropäischen Ländern vorgelegt hat und den Muslimen. Das Ergebnis sehen Sie hier. Es sind bei den Muslimen eben 58%, die sagen, man sollte zurückkehren zu den Wurzeln. Bei den Christen gibt es auch immerhin 20%, die der Meinung sind, das sollte man tun. 75% der Muslime stellen ihre eigene Religion als wahr dar, sagen, es gibt nur eine einzige wahre Auslegung, die bindend ist. Bei den Christen ist diese Bindung an den wortwörtlichen Gehalt der Bibel geringer. Oder, wenn es jetzt um die Frage geht, ob man religiöse Regeln über die säkularen Gesetze stellt, dann sind es bei den Muslimen 65% und bei den Christen 12%. Und das kann man nochmal zusammenfassen, wenn man das möchte, dann kann man sagen, also im harten Sinne, als fundamentalistisch einzuschätzen, sind nach den Berechnungen von Koopmans 44% in Westeuropa und unter den Christen 4%, das ist eine dramatische Differenz. Das heißt, wenn wir das ernst nehmen, wenn das in irgendeiner Weise doch zumindest Tendenzen in der Wirklichkeit abbilden sollte, dann muss natürlich die Frage gestellt werden, inwieweit wir, wenn wir uns um einen offenen Umgang, um einen respektvollen Umgang mit dem jeweils anderen, mit dem Andersdenkenden, in diesem Fall eben auch mit den Muslimen bemühen, wir nicht darauf verzichten können, auch bestimmte Fragen zu stellen. Und diese Frage wäre in diesem Fall vor allem die Frage, wie kritisch gehen eigentlich die Muslime mit den fundamentalistischen Einstellungen in ihren eigenen Reihen? Soweit, vielen Dank.